Wir sind hier im Frank-Löbschen Haus in Landau in der Pfalz, dem Wohnhaus des Urgroßvaters von Anne Frank. Dieses Haus ist im Besitz der Stadt Landau, ist eine Erinnerungs- und eine Begegnungsstätte. Der Film stellt filmische Stolpersteine dar, einmal um die Person Gerhard Raab und zum Gedenken an die Schicksale verfolgter jüdischer Komponisten und ihrer vernichteten und vergessenen Werke, die in Ausschnitten zu Gehör gebracht werden. Wir freuen uns, hier im Frank-Löbschen Haus in Landau einen Teil dieser Aufnahmen durchführen zu können, da der Inhalt und das Anliegen des Films dem Anliegen dieses Frank-Löbschen Hauses entspricht. Es wurden in Buchlesungen in den USA und in Deutschland das Buch Stumbling Stone bzw. der Stolperstein vorgestellt, unter anderem auch hier im Frank-Löbschen Haus mit den aus Kalifornien angereisten Autoren. Bei diesen Buchvorstellungen haben die Cellistin Rebecca Rust und der Fagottist Friedrich Edelmann in einer musikalischen Umrahmung das Geschehen und die Inhalte des Buches versucht zu verdeutlichen und in einen Zusammenhang zu bringen zu den beschriebenen Ereignissen der Nazi-Diktatur anhand von verbotenen, verfemten bzw. in Beziehung gebrachten Kompositionen. Die Autoren Rudi Raab und Julie Freestone versuchten mit ihrem Buch einen literarischen Stolperstein für Gerhard Raab zu setzen. Gerhard Raab war der Onkel des Autors Rudi Raab. Er widersetzte sich dem Nazi-Regime und wurde im Gestapo-Hauptquartier Dresden in jungen Jahren 1941 ermordet, mehr als 3 Jahre vor der Geburt des Autors Rudi Raab. Es folgt ein kurzer Originalausschnitt einer Buchlesung von Stumbling Stone in Kalifornien, in dem Rudi Raab die Bedeutung dieses Buches als literarischen Stolperstein erläutert und auch in Beziehung bringt zu dem musikalischen Stolperstein in Form einer Komposition des Komponisten Hans Gahl. Hier zuerst die deutsche Übersetzung dieses englischen Originalbeitrags. Ich zitiere Rudi Raab. Dieses Buch, unser Buch, ist ein literarischer Stolperstein für meinen Onkel Gerhard, das vergessene Opfer der Nazis. Und Friedrich und Rebecca spielen einen musikalischen Stolperstein für Hans Gall. Er verlor seine Karriere, seine Heimat und sein Vermächtnis, was wir zum Teil heute wieder lebendig werden ließen. This book is a literary, our book is a literary stumbling stone for my Uncle Gerhard, the forgotten victim of the Nazis. And Friedrich and Rebecca made a musical Stolperstein for Hans Gahl, who lost his career, his home, and his legacy, which will draw to life to some extent today. So, thank you.
Hans Gall wurde 1890 in der Nähe von Wien geboren. Als er 8 Jahre alt war, erkannte seine Tante Jenny sein musikalisches Talent. Von Gustav Mahler dirigierte Opernaufführungen sowie Salome von Richard Strauss erweckten in ihm im Alter von 14 Jahren seine Leidenschaft für Musik. Mit 19 absolvierte er am Wiener Konservatorium die Prüfung in Musikgeschichte, Harmonielehre und im Klavierspiel. In den späten 20er Jahren veröffentlichte Gall zusammen mit seinem Mentor, Lehrer und geistigen Vater Eusebius Mandischewski, der zum intimen Freundeskreis von Johannes Brahms gezählt hatte, eine 26-bändige Gesamtausgabe der Werke von Johannes Brahms. Thank you.
Der kulturelle Aufschwung der 1920er Jahre in Deutschland bewirkte für Gall eine wichtige Periode seines Aufstiegs. Neben vielen Aufführungen seiner Werke wurde er auch von Verlegern umworben und erhielt dann einen Exklusivvertrag mit dem Verleger Simrock. Nach seinem phänomenalen Erfolg der Oper Die heilige Ente von 1924. Aber erst im Frühjahr 2020, fast 100 Jahre nach der Uraufführung, sollte dann am Theater der Stadt Heidelberg die erste Wiederaufführung dieser Oper stattfinden, nach dem totalen Nazi-Verbot ab 1933. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre brachte jedes Jahr weitere internationale Erfolge. Zahlreiche Opernaufführungen, Klavier, Kammermusik und Chorwerke sowie Orchesterwerke, die von berühmten Dirigenten aufgeführt wurden. Furtwängler, Keilbert, Sell, Weingartner, Fritz Busch. Er war befreundet mit Erich Kleiber, Georges Sell, Alban Berg, Anton von Webern und Ernst Toch.
Ende der 20er Jahre entstand unter anderem auch die Suite für Cello und Klavier Opus 6. Sie wurde auch von Emanuel Feuermann gespielt und im Rundfunk aufgenommen. Thank you.
Hans Galls Bewerbung für die Direktorenstelle der Mainzer Musikhochschule wurde unter anderem befürwortet von Furtwängler, Berliner Philharmoniker, und Fritz Busch, Dresdner Oper. Nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren wurde Hans Gall von 120 Bewerbern einstimmig von der Kommission und dem Stadtrat für die Direktorenstelle gewählt. Jetzt war Gall allgemein anerkannt als einer der angesehensten Komponisten der Gegenwart. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft bedeutete die Machtergreifung Hitlers 1933 das jähe Ende von Galls Laufbahn in Deutschland. In Mainz wurde er sofort entlassen. Er verlor dadurch nicht nur seine Stelle, auch war jede Aufführung sowie die Veröffentlichung seiner Werke in Deutschland verboten. Er war somit mit einem Schlag seiner gesamten Existenz beraubt. Gall kehrte nach Wien zurück, hatte dort aber keine Position und keine Einnahmen, und schon vor 1938 wurde deutlich, dass es für ihn auch in Österreich keine Zukunft gab. Direkt nach Hitlers Einmarsch in Österreich flüchtete Gall mit seiner Frau und seinen zwei Kindern nach London. Im März 1943 veranstaltete Hans Gall in Edinburgh ein Konzert mit Werken, die in Deutschland verboten waren. Mendelssohn, Mahler, Hindemith, Schubert und Schumann, Heine-Lieder und Galls Violinsonate Opus 101. Im Programmheft erläuterte Gall zur Auswahl der Werke, dass Hitlers Reichsmusikkammer nicht nur die Aufführung jüdischer Komponisten verboten hatte, sondern auch Werke sogenannter arischer Komponisten wie Alban Berg und Paul Hindemith, deren zu fortschrittlicher Charakter nicht der Nazi-Ideologie entsprachen. So wurden ferner Themen des Alten Testaments verboten und somit viele Oratorien Georg Friedrich Händels und sogar Lieder von Schubert und Schumann, die Werke des jüdischen Poeten Heinrich Heine vertont hatten. Thank you.
1944 erhielt Gall eine feste Stelle an der Musikfakultät der Universität Edinburgh und später von 1945 bis zu seiner Pensionierung 1955 eine Vollzeit-Lehrtätigkeit. 1947 beteiligte sich Hans Gall zusammen mit dem Wiener Rudolf Bing bei der Gründung der Edinburgher Internationalen Festspiele. Trotz hoher internationaler Ehrungen aus Österreich, England und Deutschland, zum Beispiel 1977 die Ehrendoktorwürde der Universität Mainz, hat Gall nie wieder die Position und Wertschätzung als Komponist erreichen können, die er vor 1933 innehatte. Stattdessen geriet er vielmehr nicht nur in England, sondern auch in der deutschsprachigen Welt und auch international mehr und mehr in Vergessenheit. Nun wieder zurück zu der Geschichte von Gerhard Raab, die von seinem Neffen Rudi Raab erforscht und rekonstruiert wurde. Hier stellt sich zuerst Rudi Raab vor. Ich zitiere: Ich bin in Deutschland geboren, 8 Tage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 8. Mai 1945. Mein Vater war ein Nazi in einer hohen Position und ich bin aufgewachsen, umgeben von Schweigsamkeit. I was born in Germany 8 days after the war ended. So that makes it May 16, 1945. My father was a high-ranking Nazi, and I grew up surrounded by silence. When my father's old Nazi friends came over to visit, my mother ushered us out of the room, and we knew that we were not to ask any questions, and we were not supposed to ask what my father did during the war. Viele Jahre später, Rudi Raab war mit 21 Jahren in die USA ausgewandert, hatte Julie Freestone kennengelernt und sie haben gemeinsam beschlossen, die Begebenheiten seiner Familie während der Nazi-Zeit zu erforschen. Auf dieser Spurensuche fand Rudi Raab zahlreiche Zeugnisse des Leidenswegs von Gerhard Raab, zum Beispiel über seine Internierung im Konzentrationslager Buchenwald. Hier die Beispiele zweier wichtiger Zeugnisse. Im KZ Buchenwald fand Rudi Raab die Karteikarte über Gerhard mit den genauen Daten seiner Einlieferung und seines Abtransportes nach Dresden in die Gestapo-Leitzentrale. Das zweite Zeugnis: Auf dem Speicher des Familienhauses Raab in Leipzig fand Rudi gelbe Postkarten mit roter Schrift. Es waren Originalpostkarten, die Gerhard vom KZ Buchenwald nach Hause geschickt hatte. Es folgt jetzt im Originalton von Rudi Raab vorgelesen der Inhalt einer dieser Postkarten. Es ist nicht diese Postkarte, die hier im Foto gezeigt wurde. Dear Father and Mother, thank you very much for the package which arrived in time for Christmas and my birthday. I like the brown sweater very much. We don't have many clothes, and in the winter, the warmth of the sweater is very good under my prison uniform. My fellow prisoners like the sausage very much. They have not had a treat like this in a long time. I had to give the sausage away since I do not have any teeth anymore, and I was not able to eat it.
I also enjoyed the cookies very much. I was able to dissolve them in my mouth, and so I had a treat from home. P.S. Father, could you perhaps check if my prescription for my glasses is still on my bedstand? I need a new pair. My present pair is all smashed up. I am sure that the prescription has not changed much. Thank you again. Your son, Gerhard. Jetzt der Text dieser Postkarte auf Deutsch, vorgetragen von Friedrich Edelmann. Lieber Vater, liebe Mutter, vielen Dank für das Paket, das rechtzeitig zu Weihnachten und zu meinem Geburtstag ankam. Der braune Pullover gefällt mir sehr. Wir haben hier wenig Kleidung und im Winter kann ich ihn unter meiner Gefängnisuniform tragen und er hält mich warm. Meine Barackenkameraden haben sich sehr über die hausgemachte Wurst gefreut. So etwas haben sie schon lange nicht mehr gehabt. Ich musste die Wurst leider verschenken, denn ich habe keine Zähne mehr und konnte sie nicht essen. Die Plätzchen haben mir geschmeckt. Ich konnte sie im Mund zergehen lassen und hatte so etwas Feines von zu Hause. P.S. Vater, könntest du auf meinem Nachttisch nachsehen, ob die Verschreibung für meine Brille noch da ist? Ich brauche eine neue. Meine Brille ist nämlich ganz zerbrochen. Ich bin sicher, dass das Rezept noch das gleiche ist. Vielen Dank, dein Sohn Gerhard. Zum Glück konnte Robert Kahn diesem Schicksal entgehen durch Emigration. Der Komponist, Pianist und Hochschulprofessor Robert Kahn, geboren 1865 in Mannheim, entstammte einer wohlhabenden und gebildeten jüdischen Mannheimer Kaufmanns- und Bankiersfamilie. Alle sieben Kinder studierten verschiedene Instrumente, aber Roberts Talent wurde schon früh erkannt. Seine Tante Bertha war oft Gastgeberin gesellschaftlicher Ereignisse in ihrem Haus, bei denen unter anderem Johannes Brahms und Joseph Joachim eingeladen waren. Mit 17 Jahren studierte er an der Berliner Musikhochschule, danach 2 Jahre an der Münchner Musikhochschule. Schon in seiner Mannheimer Jugend sind bereits 2 Werke Kahns im Druck erschienen. In Mannheim begegnete Kahn 1886 Brahms, der anlässlich der Erstaufführung seiner 4. Sinfonie bei Kahns Verwandten weilte. 1887 reiste Kahn nach Wien, um den Kontakt mit Brahms zu vertiefen. 3 Monate lang war er dort fast täglich mit Brahms zusammen. Thank you.
Josef Joachim führte Kahns erstes Streichquartett auf, Hans von Bülow setzte die Orchesterserenade auf den Spielplan der Berliner Philharmoniker. Clara Schumann spielte in Frankfurt am Main Kahns Violinsonate. In ihrem Tagebuch schrieb sie über Kahn, einen sehr talentvoller Komponist aus Mannheim, 20 Jahre alt. Und später, sie schrieb, da ist Leidenschaft, Wärme, Anmut. Kahn lehnt sich sehr an Brahms und Schumann, doch das schadet nichts, wenn es mit so viel eigenem Talent geschieht. Thank you.
Von 1894 bis zu seiner Pensionierung war er in Berlin an der Musikhochschule tätig, zuerst als Lehrer, dann als königlicher Professor mit einem deutschlandweiten hervorragenden Ruf als Komponist, Pianist und Lehrer. Zu seinen Schülern gehörten der Pianist Wilhelm Kempf, der Dirigent Ferdinand Leiter. Er war mit Gerhard Hauptmann eng befreundet und er hat seine Gedichte vertont. Im Januar 1934 wurde Kahn aus der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen und der Professorentitel wurde ihm aberkannt. 1939 musste er seine Villa und das Grundstück unter Zwang zum Einheitswert verkaufen, wobei man ihn auch noch um die letzte Rate betrog. Der Versuch Wilhelm Kempfs, ihm zu helfen, schlug fehl. Er emigrierte 1939 nach England, wo er einfach und entbehrungsreich lebte bis zu seinem Tod 1951. Es wurden seine Werke verboten und aus den Bibliotheken entfernt und vernichtet. Somit ist sein Name, sein Werk und sein Vermächtnis vollständig ausgelöscht und vernichtet worden. Thank you.
Thank you.
Nach diesen beiden Beispielen von Komponistenpersönlichkeiten, deren Namen und Vermächtnis durch die Nazi-Diktatur ausgelöscht wurden, kommen wir wieder zurück zu Gerhard Raab. Er wurde in so jungen Jahren ermordet, dass sich seine Fähigkeiten und Begabungen gar nicht entwickeln konnten. Er war begabt als Maler, hatte Interesse an Literatur, an der Natur, an Kunst und Musik. Aber er konnte und wollte sich den Forderungen der Nazi-Diktatur nicht unterordnen und ihnen Folge leisten. Er hat sich einfach der Macht widersetzt und hat sich nichts sagen lassen wollen. Er lebte einfach für sich selbst und seine Prinzipien und weigerte sich, Kompromisse zu machen. Und so verlor er sein Leben in jungen Jahren. Er wurde in der Gestapo-Leitstelle in Dresden 1941 ermordet. Deshalb wird Gerhard Raab hier ein filmischer Stolperstein gesetzt. Hier zum Schluss ein Zitat von Fritz Busch, dem nicht-jüdischen großen deutschen Dirigenten, der emigrieren musste, da er sich nicht der Nazi-Diktatur unterordnen wollte. Es ist das Wesen des Schönen, dass böse Menschen keine Gewalt darüber haben. 1948.
Thank you.